Ja, herzlich willkommen in diesem Video. Jetzt gehe ich gleich mit der Oh Glory live. Sie ist, glaube ich, schon live gerade. Wird mich hoffentlich demnächst einladen. So war es jedenfalls abgesprochen. Vielleicht macht sie auch eine One-Woman-Show draus. Wäre auch okay. Und ja, dann schauen wir mal, was so für Gesprächsthemen aufkommen. Bin gespannt. Mein Handy darf sich hier nicht verabschieden. Und ich habe mir ein paar Fragen hier notiert. Mal gucken. Wir zwei haben das oder machen das zum ersten Mal. Klappt, Verbindung mit dir gestellt. Hey! Du bist nicht alleine, meine Liebe. Hast du schon Angst? Ja, ich hatte Angst, dass das jetzt irgendwie nicht klappt, weil ich bin da einfach nicht die Beste drin. Nee, hat, glaube ich, geklappt. Ich muss nur mal meinen Ton hier irgendwie ein bisschen lauter stellen. So, jetzt höre ich dich, glaube ich, auch. Ja, Tag. Voll cool, dass das so klappt und so. Freust du dich? Ja, ich freue mich. Wir hätten das vielleicht einfach mal, habe ich gerade schon gesagt, wir haben ja gar keine Generalprobe gemacht. Nö. Das ist halt wieder so. Das ist aber spannender dann, oder? Ja. Ich habe das schon wild rumgeklickt und dachte so, oh, oh. Ich habe auch keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass man hier was schreiben muss, damit man eingeladen werden kann. Ich dachte, das kann man einfach so, wenn man befreundet ist, dass man sich einlädt. Aber okay. Habe ich auch gedacht. Wie geht's dir denn? Erstmal das Wichtigste vorweg. Was macht die Narbe? Ah, die zeige ich euch jetzt mal kurz. Die ist eigentlich gar nicht mehr zu sehen. Ach, Pipifax. Tattoo drüber, fertig. Genau, oder halt hier diesen schönen Halbrund. Und ich habe auch wieder meine Kette an. Ah, cool. Und ich bin zwar noch krankgeschrieben, aber ja, es geht ja schon. Ich könnte mir gut vorstellen, noch wieder arbeiten zu gehen. Was war bei dir heute so los? Du hast ja Urlaub. Ich habe Urlaub, deswegen war nicht viel los. Ich durfte schon ein Video drehen heute Morgen. Die Zeit nutze ich dann immer und ja, sonst habe ich eigentlich nur gegammelt, wie es sich gehört. Frau ist an der Arbeit, schafft's Geld ran und der Olle sitzt zu Hause auf der Couch. Gut, wir hatten ja vorher so eine kleine Abstimmung gemacht, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wir sind relativ flexibel. Yes. Es gibt aber so viele Studio-Accounts, dass wir uns irgendwie gedacht haben, also ich bin ja jetzt im fünften Jahr dabei, sollte vielleicht auch mal bald demnächst Facharztprüfung avisieren, dass ihr vielleicht andere fragt, wenn ihr ganz konkrete Fragen zum Studium habt, vielleicht welche, die mittendrin sind, weil die einfach up-to-date sind, um es mal so zu sagen. Ne? Bei mir ist es ein paar Tage her, es hat sich vieles geändert, kann das nicht mehr anziehen. Wo hast du studiert? Nein, nein, das ist kein Bierchen. Oh Gott, ich trinke doch kein Bier. Ach, guck mal hier. Ich bin bei der Konkurrenz, um hier direkt die Produktplatzierung zu vernichten. Ja, da werde ich nicht davon gesponsert, aber ich auch nicht. Cola Light mit unlackierten Fingernägeln. Tun wir jetzt mal Coke Zero auch mit unlackierten Fingernägeln. Achso, jetzt geht das hier wieder los mit den mit diesen Kommentaren, die man eigentlich blockieren muss, aber gleichzeitig ist das immer so ein bisschen Ich weiß auch gar nicht, wie man sowas blockiert. Ich ignoriere die dann immer einfach, wenn das dann irgendwelche komischen Fragen sind. Oh, nee, das sind eher so, oh Gott, böse Fingergesten. Ah, oh mein Gott. Na gut, du kannst das vielleicht besser dann. Ah ja, das mache ich jetzt aber mal. Einmal muss ich machen. Wenn ich immer so nach unten gucke, ich habe das hier auf meinem Laptop ein bisschen größer, deswegen gucke ich manchmal so ein bisschen nach unten. Also nicht wundern, ne? Ich gucke nicht weg. Oh, man sieht nur dein halbes Gesicht. Meinst du? Nee. Ja, das Problem ist, dass ich wieder so Akkuschwierigkeiten hatte und deswegen am Ladekabel hänge. Deswegen habe ich hab nicht so einen ganz großen Bewegungsradius. Sehr gut. Okay, da sagen schon die Ersten, was zum Kaiserschnitt sagen. Okay, dazu kann ich nichts sagen. Du hast das doch auch mal gelernt. Da kann ich ganz toll auf mein Video verweisen. Ich habe nämlich mal ein Video gemacht zum Thema Kaiserschnitt und wenn da noch Fragen offen sind, dann könnt ihr sich euch gerne nochmal an mich wenden. Aber das ist eigentlich relativ ausführlich. Kaiser, kannst du dir auch nochmal angucken, falls du mal eine Frau aufklären musst über einen Kaiserschnitt. Ist seltener bei euch, ich weiß. Muss ich ja zum Glück selten. Ich hatte auch das große Glück. Ich habe ganz normal spontan entbunden und alles war. Sehr löblich. Ja, ist ja auch nur unser Plan B, den wir haben. Und sonst ist das ja gewollt, dass man spontan entbindet. Genau, da hatte ich Glück. Aber wie gesagt, zum Kaiserschnitt und auch zur speziellen Gynäkologie kann ich euch gar nicht so viel sagen. Das ist vielleicht das Gute, dass wir zwei verschiedene, sage ich mal, Disziplinen, wie man es so schön nennt, hier hat. Wie war das denn bei dir? Mochtest du die Gyn oder war das eher so ein Hassfach?
Sag jetzt nichts Falsches. Nein, du darfst ehrlich sein. Es gibt nichts mehr. Gut. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, als Frau hatte ich natürlich so oder so schon immer so ein bisschen Berührungspunkte mit der Gyn, weil man ja einfach selber regelmäßig zum Gynäkologen geht. Also zumindest ich. Und dadurch war mir jetzt so das nicht komplett fremd. So andere Sachen wie so Augenheilkunde oder so, da konnte ich mir mal gar nichts drunter vorstellen. Hm. Wir hatten auch ein Praktikum. Ich habe sogar eine ganz gute Klausur geschrieben, glaube ich. Note weiß ich aber nicht mehr. Es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand es dann aber doch zu, also, das ist jetzt mal, aber Frauen sind ja manchmal ein bisschen kompliziert. Gut, dass du das jetzt sagst, ja. Und auch ich war in der Schwangerschaft, glaube ich, nicht ich selbst. So, ich war schon sehr, sehr anstrengend, glaube ich, für meine Gynäkologin, sorry an dieser Stelle, so dass ich relativ schnell davon weggeschwenkt bin. Aber warum? Also nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern mir fehlte die Affinität dazu. Okay. Erzähl du mal lieber, wie du zur Gynäkologie gehst. Bist du ein Mann und das ist bestimmt noch eine Frage, etwas ist mit dir aus. Lustigerweise hat meine Schwester ja auch versucht, die Gyn zu machen, weil mein Papa Gynäkologe ist und sie hat dann kurz vor knapp, ich glaube, sie hat sogar das PJ in der Gyn gemacht. Für alle, die nicht wissen, was ein PJ ist, praktische Jahr, das muss man ganz zum Schluss am Studium nochmal machen, da arbeitet man quasi schon. Und dann hat sie gesagt, nee, ich gehe doch in die Innere. Also die hat kurz vor Berufsbeginn quasi gesagt, Gyn ist vielleicht mir doch zu viel Frau als Frau und ja, bei uns Männern ist es... Man hat vielleicht eine gewisse gesunde Distanz zu dem Geschlecht und deswegen passt das so ganz gut. Also keine Ahnung, woran das liegt, aber viele Frauen haben dann natürlich so ein bisschen Bammel dann davor. Bei mir war das tatsächlich auch so, dass ich irgendwie dachte, Frau, ich, vielleicht bin ich dann auch zu mitfühlend, weil ich durfte dann auch ins Praktikum, das ging 2 Wochen, bei mehreren Geburten dabei sein und ich war echt diejenige, die fast immer sofort losgeheult hat, wenn die Kinder auf der Welt waren. Und also ich fand das immer so ergreifend und so rührend und so emotional, wobei natürlich Gynäkologie ja nicht nur Geburtshilfe ist, aber allein das, also ich stand da jedes Mal, musste wirklich so mich richtig zusammenreißen, da nicht vor Rührung tatsächlich zu weinen. Das ist mir auch okay beim Kaiserschnitt so gegangen, also ich weiß auch nicht. Hier war gerade die Frage, wo wir studiert haben. Wo hast du studiert? Ich habe in Köln studiert. Ich hab... Und dazu muss man immer sagen, in Köln gibt es ein Modellstudiengang. Der war nicht mehr so ganz neu, als ich studiert habe. Ich habe 2005 angefangen zu studieren, aber er war noch so neu, dass man doch immer wieder Probleme hatte, sich zu orientieren, weil es gab nicht so viele Erfahrungswertungen da schon. Ne? Also wir waren die 4. Kohorte, das heißt das 4. Semester, was erst in diesem Modellstudiengang war. Und es hat sich sehr viel geändert. Und ich hätte mich doch gefreut, hätte ich mehr, naja, sagen wir es mal, knallhart, alte Klausuren gehabt. Und das war bei uns schwierig, weil man nennt das auch Reformstudiengang. War schon viel Reform und viel Arbeit. Okay, ist ja immer Arbeit, Studium. Ja. Ich habe in München studiert und hatte die Auswahl zwischen Marburg und München und da ich ja aus Kassel komme, wollte ich irgendwie ganz weit weg. Und war eine schöne Stadt, war auch cool im Studium mit den Leuten, aber ich konnte da jetzt nicht für immer leben. Aber dann ist Kassel doch eher so nördlicher angelegen und so richtig hat es nicht gepasst und deswegen bin ich dann zurück nach Kassel. Aber war ein cooles Studium und es hat mir Spaß gemacht. Also ich kann das nur empfehlen, dort zu studieren. Und war natürlich ein teures Pflaster, wie man sich vorstellen kann. Und war ich ganz froh, dass ich meinen Daddy hatte, der so ein bisschen da mitfinanziert hat. Unter anderem hatte ich dann auch noch 3-4 Nebenjobs und war schon so von zeitlichen her mit dem Geld reinkriegen ein bisschen anstrengender. Aber trotzdem coole Stadt und ja, cooles Studium auf jeden Fall. Mir hat es Bock gemacht, auch wenn es teilweise natürlich echt anstrengend war. Jetzt kommt mal eine Frage, die ich gut finde. Wie lange dauert das Studium regulär und wie lange man wirklich Arzt ist? Also, ich glaube, dass das Studium regulär 10 Semester dauert, also 5 Jahre plus 1 Jahr PJ. Das stimmt? Ja, das ist richtig. Also regulär 6 Jahre. 12 Semester, wenn man das in Regelstudienzeit studiert. Ich habe nicht in Regelstudienzeit studiert. Ich habe ein vorklinisches Zusatzsemester gebraucht wegen einem Fach Biochemie. Da haben mir 7 Punkte gefehlt und dann durfte ich nochmal ran. Und ich habe quasi dann noch eine Pause gemacht, weil meine Tochter zur Welt kam. Also ich habe ein Semester, anderthalb Semester ausgesetzt, weil ich durfte schwanger natürlich auch nicht ins PJ und habe dann quasi
14 Semester gebraucht. Nee, länger, 15 Semester. Ist der Grund, warum ich schon so alt bin. Und sag mal ehrlich, hinten raus ist es völlig egal, oder? Weil mich haben jetzt Leute gefragt, die waren 32, haben gesagt, ich kann jetzt niemals anfangen, Medizin zu studieren, bin viel zu alt. Wo ich gesagt habe, das ist scheißegal, ey. Das ist hinten raus, es ist wirklich wurscht, ob du dann 2-3 Jahre irgendwie früher angefangen hast oder später. Also ihr müsst alle sehr, sehr lange arbeiten und lange genug, deswegen ist es völlig egal. Wenn man jetzt nicht gerade 70 ist, würde ich sagen, kann man immer noch Medizin studieren. Ich hatte einen, der war 45, glaube ich, in meinem Studium. Der hat auch mit mir abgeschlossen, also der war total cool und hat mit 45 Medizin studiert, weil er Bock hatte. Einfach mal so. Ich weiß nicht, ob der jetzt praktiziert hat oder einfach mal, ob er sich beweisen wollte, aber kannst du eigentlich in jedem Alter noch anfangen zu studieren. Frei, als ich hochschwanger war, also im 10. Semester. Und deswegen kann ich so richtig zum Studium mit dem Kind immer gar nichts sagen. Ich habe dann quasi ins PJ mein Studium wieder aufgenommen und da war meine Tochter 10 Monate alt. Deswegen leider nicht so richtig Erfahrungswerte habe ich nicht. Da war ich 28 und ja, kurz vor Abschluss des Studiums, für mich war das ein sehr guter Zeitpunkt. Würde ich, wenn man da mal so drinstecken würde, ist er wahrscheinlich auch wieder so. Ich kann dazu auch nichts sagen, weil ich noch kinderlos bin. Aber ich habe Kolleginnen gehabt, die haben kurz vor ihrem mündlichen Examen auch dann ein Kind bekommen. Und das war schon heavy, aber es ging. Also man muss sich dann halt organisieren. Und vor allen Dingen ist es hilfreich, wenn man Großeltern in der Nähe hat, habe ich dann erfahren. Weil da der Kleine immer mal abgegeben wurde zum Lernen. Aber ja, schon tough, so mitten im Studium. Aber mein Gott, geht auch alles. Hast du im Ausland studiert? Kam mir gerade eine Frage. Hast du ein Semester irgendwo anders verbracht als in Deutschland? Nein. Ich war froh, dass ich meine, sag ich mal, Scheine und Klausuren so auf die Reihe gekriegt habe. Das war im Studium so ein bisschen, hat man ja auch Möglichkeiten, was vorzuziehen und was zu mageln und mal hier und da nochmal was zu schreiben. Eine oder andere Klausur. Da war ich voll auf mit beschäftigt, sodass ich mich um mein Auslandssemester irgendwie nicht geschafft habe zu kümmern. Und du? Nö, ich war auch ziemlich langweilig, obwohl so 90% meiner Kommilitonen das alles gemacht haben. Ich wäre mal kurz oder wäre gerne mal nach Holland, weil ich da die Geburtshilfe spannend finde, weil die alle Hausgeburten machen. Das hat aber dann kurzfristig nicht geklappt und das wäre das Einzige gewesen, was so für mich in Frage kam oder käme. Und nö, deswegen alles in Deutschland gemacht und absolviert, ganz langweilig. Ja, Randa, sollst du. Ich verstehe die arabischen Kommentare nämlich nicht, warum so viele sind. Ich spreche das auch so schlecht oder ich lese es vor allen Dingen auch schlecht. Irgendwas mit Vorklinik war da gerade, jetzt ist es schon wieder weg, schade. Fandst du so Fächer wie Chemie, hast du eben schon erzählt, Biochemie, Physik, diese ganzen Geschichten, Biologie, heftig? Ich fand sie super heftig, also ich habe da echt ganz schön zu kämpfen gehabt, weil in der Schule, ja, okay, ein bisschen Physik, ein bisschen Bio, das ging, aber Chemie komplett nochmal von neu und von Anfang an, das war für mich schon echt heavy und viel, also da brauchte ich schon auch Unterstützung. War bei mir ähnlich, ich habe nämlich noch, also ich habe mein Abi noch, glaube ich, nach diesen alten Regeln gemacht, was sehr gut war, weil ich konnte Mathe abwählen, das habe ich natürlich auch sofort getan. Und habe dann tatsächlich auch echt Schwierigkeiten gekriegt, Vorklinik bis in ganz naturwissenschaftlichen Fächern, sprich Chemie, Physik. Und ja, das war irgendwie nicht meins, da hatte ich auch große Schwierigkeiten, habe das auch relativ häufig geschrieben, muss ich zugeben. Und das war, ach so, hier gibt uns jemand den Tipp, man soll das auf privat schalten. Wie geht das? Ja, das haben wir jetzt natürlich nicht gemacht, die Profile vorab auf privat schalten. Ach so, und dann, okay. Ja, weil dann irgendwie natürlich nur die Leute gucken, die auch wirklich Interesse haben und nicht irgendwie so ein Trollalarm hier ist. Das wusste ich nicht. Ich bin ein Livestream-Newbie und ich glaube, Konstantin macht das auch nicht so oft, deswegen jeder Tipp, Moment, wird auf meinen pinken Notizblock jetzt mal notiert. Also vorher auf Live gehen, weil das wusste ich nicht. Das ist schon und dann irgendwie, also die Trollkommentare sind natürlich doof für die, die wirklich was fragen wollen, weil das hier so viel ist. Genau, und dann erzählt man und schon ist die Frage wieder weg und Russisch und Arabisch spreche ich so schlecht. Na gut, dann fürs nächste Mal können wir uns das merken. Wie gesagt, ich mache das jetzt auch zum zweiten Mal. Ja, hier kommt eine Frage. Oh, schon wieder weg. Warte mal.
kriegen wir die. Hallo Sharma. Ach, hast du vor dem Studium eine Ausbildung gemacht, ist hier die Frage. Ja, ich habe vor dem Studium eine Ausbildung gemacht und das ist auch der Grund, warum ich auch Medizin studiert habe. Ich habe eine Ausbildung zur Arzthelferin, hieß es damals, jetzt heißt medizinische Fachangestellte, gemacht bei einem Dermatologen. Und der hat viel operiert, ambulant, das hat mir super viel Spaß gemacht. Auf der anderen Seite, also ich liebe den Job immer noch, aber der ist einfach chronisch unterbezahlt und medizinische Fachangestellte haben so eine schlechte Lobby, dass es dann wahrscheinlich auch niemals eine bessere Bezahlung gibt. Und ich finde, dass die schon auch echt irgendwie viel arbeiten. Das ist auch stressig, also zumindest war es bei mir so. Der hatte uns noch so viele Patienten, ich hänge nur am Telefon, gleichzeitig haben wir am OP assistiert. Und halt ganz normal die Sprechstunde noch gemodelt und auch viel irgendwie Kleinigkeiten halt selbst gemacht, ne? Die Allergietestungen und was weiß ich. Und dementsprechend haben wir dann überlegt, das ist ein super Job. Ich möchte Medizin studieren. Und ich hätte auch gerne Derma gemacht, also super gerne. Ich bin immer noch ein Freund der Dermatologie. Das ist übrigens mein Plan, mein zweites Wunschfach wäre das gewesen. Habe dann aber in meinen vielen dermatologischen Formulaturen irgendwie so gemerkt, es ist ja nur Derma. Also wirklich nur. Und in der Allgemeinmedizin oder in anderen Fächern kannst du auch mal in ein anderes Fach reingucken. Und ich hatte immer den Anspruch, den habe ich auch heute noch, ich will eine gute Ärztin sein und nicht alles im Speziellen wissen. Also ich muss jetzt nicht wissen, wie jeder Hepatozyt in der Immunofluoreszenzfärbung aussieht, aber ich möchte gerne wissen, was ich mache, wenn jemand erstens mal vor mir umkippt. Ich möchte wissen, was jemand, wie jemand aussieht, der irgendwie eine Kinderkrankheit hat mit Hautausschlag. Ich möchte grob Bescheid wissen über HNO, über Orthopädie und deswegen habe ich mich letztendlich auch für die Allgemeinmedizin entschieden, weil das für mich ein breit gefächertes Gebiet ist, wo ich dann natürlich auch, wenn ich Lust habe, Schwerpunkte setzen kann. Wenn ich jetzt Derma interessiere, könnte ich mir jetzt auch nochmal ein halbes Jahr Dermatologie angucken. Ja. Oder. Ja, das finde ich ja das Coole an dem Beruf, dass man fast nie auslernt. Also es kann jeden Tag kommen, dass da irgendwer kommt mit einem Krankheitsbild, was man noch nie gehört hat, und dann kann man sich wieder reinlesen. Das finde ich total spannend. Das ist auch in der Gynäse oder in der Geburtshilfe, dass da Leute kommen mit den abstraktesten Sachen, wo du denkst, okay, du hast keinen Plan, jetzt musst du dich erstmal wieder hinsetzen und was lernen. Also bist du so dein halbes Leben am Lernen. Ich habe tatsächlich auch eine Ausbildung angefangen zum MTA, medizinisch-technischer Assistent, weil ich auf meinen Studienplatz warten musste und habe das so, glaube ich, 1,5-2 Jahre gemacht und habe dann den Studienplatz bekommen. Aber ich hätte da an dem Beruf auch erstmal gearbeitet und auf meinen Studienplatz gewartet. Also das wäre es mir schon wert gewesen. Hier kam gerade noch eine Frage, Doktorarbeit, ja oder nein? Hast du eine gemacht? Hast du nie eine? Oh, schlechtes Thema. Sehr schön. Oder willst du nicht drüber sprechen? Medizin angefangen, weil es mich interessiert hat. Das war eine experimentelle, heißt, ich habe da selber irgendwie versucht, eine Methode zu etablieren. Das war unfassbar anstrengend. Ich war immer im Labor. Ich habe dafür übrigens mein Out-Semester, wo ich für Biochemie, also wo ich für die Prüfung nochmal warten musste, ein Semester genutzt und habe wirklich ein halbes Jahr nichts anderes gemacht. Und wie es dann so will und wie es dann so kommt, dann schludert man, dann war die Probe nicht mehr verwertbar und letztendlich habe ich das gecancelt. Ja. Schweren Herzens, also es war nicht verwertbar mehr und ich hätte noch nicht mal mehr irgendwas darüber zusammenkloppen können. Das hat mich sehr frustriert, sodass ich dann erstmal gesagt habe, kein Bock mehr, mache ich nicht. Ich bin aber aktuell wieder dran. Wirklich auch wieder vehementer, weil ich ein bisschen mehr Zeit habe, weil ich ja in der Praxis bin und nur noch ab und zu mal im Krankenhaus ein paar Dienste schiebe und dadurch, also ich bin dran. Okay. Nee, es ist ja, also vorneweg, man braucht es nicht unbedingt, den Doktor, um da als Arzt tätig zu sein. Ich glaube, das wissen vielleicht auch ein paar nicht. Ich habe eine gemacht, die ist auch eingereicht und die liegt jetzt bei irgendwelchen Prüfern irgendwo auf dem Tisch und irgendwann wirst du dann halt eingeladen und musst das Ganze verteidigen, heißt das. Das ist quasi wie so eine PowerPoint-Präsentation. Habe es Gott sei Dank durchgezogen im Studium, war super anstrengend, aber ich habe das Negativbeispiel bei einem Kollegen gehabt, der das ähnlich gehabt hat wie du, angefangen, dann so ein Jahr studern lassen, dann kam er nicht wieder richtig rein und hat es dann irgendwann auch sein lassen, weil war doch nicht so den Biss gehabt, da sich da ranzusetzen und auch, braucht es auch nicht mehr, dann gearbeitet und hat es jetzt auch nie gemacht, ihm ist das jetzt auch relativ egal. Aber da habe ich gemerkt, wenn du es durchziehst, dann während des Studiums, weil wenn du erstmal arbeitest und dann kommt vielleicht mal Nachwuchs, dann wird es echt schwer. Und deswegen habe ich es dann Gott sei Dank noch durchgezogen, aber es war schon anstrengend. Also es ist auf jeden Fall nochmal ein guter Batzen nebenbei, sage ich. Also im Studium hat man eigentlich eh genug die Ohren, fand ich. Ich habe in der
angefangen, das dann gezogen und weiter und dann irgendwie will man ja mal Urlaub machen, dann ist wieder irgendwas anderes, dann hat man wieder eine Prüfung, für die man lernen muss. So dass ich da geschludert habe, dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich es in der ersten Zeit, als ich angefangen habe zu arbeiten, aber da hat man wirklich auch anderes im Kopf. Also da war ich froh, jeden Abend, wo ich halbwegs möglich rauskam und die Füße ein bisschen hochlegen konnte. Ja. Und deswegen, also es gibt immer Ausreden, dass man es nicht macht, denke ich, aber ich habe das auf jeden Fall noch vor. Nicht, weil ich es zwingend finde, das gehört als Pflicht dazu, aber für mich ist es irgendwie so ein blödes Thema, weil ich möchte es einfach abschließen. Ich habe es angefangen und ich hasse es, etwas unfertig zu lassen und das immer so im Nacken zu haben. Das ist wie Steuererklärung. Ja. Ich muss und ich werde und ich will es eigentlich gerne fertig machen. Jetzt kam mir gerade eben noch mal eine ganz coole Frage, eine, weswegen wir das eigentlich überhaupt gemacht haben hier, und zwar, wie die Dienste sind, ob die sich finanziell lohnen. Ja, das mit dem Finanziellen ist ja immer so eine Sache. Also ob sich das wirklich lohnt, es lohnt sich, je nachdem, wenn man dann super schlau ist und immer Feiertagsdienste macht und immer sonntags arbeitet, wo man sich natürlich auch überlegen will, ob das so das Life-Goal ist, jeden Feiertag zu arbeiten und viele Nächte zu machen. Zum Beispiel, ich habe mal Silvester gearbeitet, das war jetzt ein lukrativer Dienst, so auf der Abrechnung, aber das war ein Scheißdienst. Also das war wirklich, da bin ich so gerannt und da muss ich ganz ehrlich sagen, manche Dienste sind so unberechenbar ätzend und so unvorhersehbar, dass eigentlich das Finanzielle das weder aufwiegt, noch das irgendwie der Ansporn ist. Also bei manchen Diensten, da hätte ich jemanden gesagt, ey, hier, ich gebe dir die 500 €, also wenn es so viel für den Dienst geben würde, wäre es schön, netto, dann gebe ich dir 500 € damit ich nicht machen muss oder damit du mich jetzt ab. Ja, ja. Nee, das sehe ich genauso. Vor allen Dingen ist ja bei uns im Kreissaal, da gibt es keinen schönen, also keinen ruhigen Dienst. Du bist dann nicht mal am Pennen, du bist da am Durcharbeiten, weil ja die Kinder auch bekannterweise immer nachts kommen. Also du hast da nie irgendwie, dass du sagst, oh, 6 Stunden geschlafen und Geld beim Pennen verdient. Lustigerweise ist bei uns in dem Vertrag so, dass uns 6 Stunden abgezogen werden im Nachtdienst, weil du da hast nur drei. Genau, hast du ja nur Bereitschaftsdienst und dann schläfst du ja. So ist offiziell der Wortlaut. Das heißt, man arbeitet für 6 Stunden für Umme und reißt sich den Allerwertesten auf. Also finanziell lohnt es sich nicht. Ich hätte auch viel lieber Freizeit statt Vergütung bei diesen Diensten. Also wenn ich dann 1-2 Tage danach frei hätte, wäre super. Aber bei uns geht es dann nahtlos quasi weiter. Ja, finanziell lohnt es sich nicht, aber man lernt das meiste jedenfalls in den Diensten. Bei uns ist das so. Also am Tag hast du immer irgendwie Backup und so. Im Dienst lernst du dann richtig viel. Also bei uns ist das große Glück, es ist ja häufig in der Inneren so, dass wir halt keine 24-Stunden-Dienste machen, sondern wir haben 12 bzw. 13, 14-Stunden-Dienste gemacht. Dann halt mehrere hintereinander, Nächte, ne? Das waren immer so 4 Stück und die gingen von Samstag bis Mittwochmorgen und danach hatte man halt den Rest der Woche frei und das war, finde, der allergrößte Benefit. Das ist auch was ich jetzt mit den geregelten Arbeitszeiten in der Praxis total vermisse, mal so Donnerstag oder Freitag frei zu haben, weil man dann super viel irgendwie machen kann, ne? Für sich oder man geht mit irgendwie Kolleginnen mal zum Brunch oder man kann super shoppen gehen, die Stadt ist leer. Deswegen habe ich das eigentlich gern gemacht. Also ich habe Nachtdienste einfach so vom Gefühl immer gern gemacht. Ich habe auch sehr viele gemacht, wenn ihr das so mitverfolgt habt. Auf meinem Profil habe ich immer unfassbar viele Nächte gemacht, weil das einfach so, ja, danach der Freizeitbenefit, also der war 5 Tage am Stück frei, super. Mhm. Und dass nur 12er waren, 13, 14 oder halt am Wochenende, je nachdem, da kam der Tag jetzt ein bisschen später als unter der Woche, eigentlich auch ganz gut zu wuppen und wir haben das aber genauso gehabt, also das Bereitschaftsdienst maximal 50% Arbeitszeit, also kriegst du auch nur 50% bezahlt sozusagen. Es gab schon Nächte, da habe ich mal 6-7 Stunden gepennt im Sommerloch, aber eigentlich habe ich eher nicht geschlafen. Hier kommt jetzt passend die Frage, Klinik oder Praxis, was ist besser? Das sind ja die richtigen beiden hier im Livestream. Also ich habe ja nun mal den direkten Vergleich. Ja. Bin jetzt in der Praxis, war davor auch 2 Jahre in der Praxis, das geht in der Allgemeinmedizin ganz gut, dass man zum Beispiel auch erst ambulant starten kann.
Also das hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Für mich ist ein definitiver Vorteil die beste Vereinbarkeit in der Praxis. Ich kann das einfach viel besser planen. Ich habe die Wochenenden frei, das ist endlos Luxus. Ich habe gute Tage frei. Ich bin jetzt gerade noch krankgeschrieben mit dieser Schilddrüsennummer, aber ich hätte sonst natürlich auch gestern und vorgestern frei gehabt. Die beiden Feiertage völlig außer Frage. Natürlich ist es in der Praxis so, man sieht jetzt nicht das, was man in der Notfallaufnahme nachts in der Erinnerung sieht. Manchmal denke ich auch, ach, so ein schönes Vorhofflimmern wäre nett. Und ab und zu pickst du mal natürlich einen raus mit Vorhofflimmern, aber die Mehrzahl kommt natürlich mit leichteren Erkrankungsbildern. Sowas wie, also was mein täglich Brot ist, Husten, Schnupfen, Hautausschläge, Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen. Ja. Ne? Da kann man sich halt überlegen, inwieweit habe ich jetzt Lust auf diese Diagnostik? Mache ich das irgendwie selber? Mache ich jemanden mit Bauchschmerzen, dann kann ich super gut noch sonografieren, wenn ich die Zeit habe, ich kann Schilddrüsen-Sonos, also wir können relativ viel machen bei uns in der Praxis, das nutze ich auch aus, wobei ich immer sage, ich bin jetzt nicht so der Orthopäden-Typ, die Leute kriegen von mir doch schneller eine Überweisung zum Facharzt, ja, ja. Weil ich mich damit einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so gut auskenne, ich bin schon im Herzen eher so internistisch angehaucht und das mache ich auch sehr gerne und sehr umfangreich. Trotzdem fehlt mir manchmal dieses Schnelllebige der Klinik sehr, sehr. Deswegen mache ich auch noch ab und zu Dienste, weil ich einfach auch irgendwie drinbleiben will. Mir fehlt die Arbeit auf der Intensivstation. Also diese Kommentare, wo Sex steht nur. Einfach mal so, Sex. Pass mal auf, ich wollte auch noch was dazu sagen, weil mein Papa ist ja in der Praxis und ich bin ja in der Klinik, deswegen habe ich da auch den ganz guten Vergleich und es ist eigentlich so, wie du sagst, und du hast in der Klinik natürlich die spannenderen Sachen, da bist du immer auf 180, da kommen Pathologien rein, wo du denkst, ach du meine Güte, was mein Vater in 50 Jahren Praxis vielleicht einmal gesehen hat, aber du hast natürlich auch die anstrengendere Arbeitszeit, das ist so, er macht seine Vorsorgen, er macht seine Abstriche, fertig. Und in der Klinik hast du natürlich da schon mehr Wirbel, aber es hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Klar, du willst das vielleicht nicht bis Ende deines Lebens machen in der Klinik, da musst du schon eine gewisse Konstitution für haben. Und das ist das Coole auch an dem Beruf, du kannst da immer wählen, du kannst sagen, hey, ich mache jetzt mal 10, 15 Jahre Klinik, bis ich nicht mehr weiterkomme, bis es mir auch reicht mit den Diensten und dann gehe ich nochmal in die Praxis. Also das ist ja ganz cool, dass du doch mal einen Cut ziehen kannst und ein komplett anderes Arbeitsleben dann hast. Das hast du in anderen Berufsgruppen eigentlich nicht so, da musst du dann Leben lang dasselbe machen. Gerade kommt noch eine ganz coole Frage, ob wir auf die Krankenschwestern oder auch Hebammen hören. Oh ja, gerade als Berufsanfänger waren das so meine Felsbrocken in der Brandung. Also auf die habe ich mich verlassen, da habe ich drauf gehört. Wenn die mir was erklären, auch Hebammen, das sind teilweise wirklich Berufserfahrungen von 25, 30 Jahren. Da gehst du nicht als junger Doktor hin und sagst, nö, wir machen jetzt immer so, wie ich das will, sondern dann sagst du, ja klar, okay, mach mal, wie du das möchtest. Bei uns ist das super freundschaftliches Verhältnis, also ich habe, glaube ich, keine, mit der ich überhaupt nicht kann. Es gibt sehr, sehr gute und es gibt nur gute und es gibt auch schlechte, so wie es das auch bei den Ärzten gibt und mit den guten und sehr guten, wenn die im Nachtdienst stehen, dann weißt du ganz genau, es kann eigentlich nichts passieren. Man hat da immer so, führt da immer so einen Dialog und das macht richtig Bock, also das ist total das coole Verhältnis bei uns, weil es gibt auch andere Häuser, da ist es so feindschaftlich oder so hierarchisch, dass der Arzt da immer irgendwie von oben drauf. Aber uns ist das echt so irgendwie auf alles auf einer Ebene, sehr familiär. Und ja, ich höre auf Krankenschwestern und Hebammen. Oh ja. Ich auch. Also kann ich mich einfach nur anschließen. Da sind auch gerade im Krankenhaus wirklich enge Freundschaften entstanden. Wir haben nachts häufig einiges durch. Und es gibt halt einfach auch welche, mit denen kann man so auf einer persönlichen, privaten Ebene extrem gut. Und es ist auch so, ich höre, habe irgendwann am Tonfall gehört, wenn ich angerufen wurde, komm jetzt sofort, ja. Ne? Oder wisch dir noch einmal durchs Gesicht, wenn du gepennt hast und putzt dir die Zähne. Ja. Auf die konnte man sich extrem verlassen. Und wenn die gesagt hat, komm bitte, Gloria, das gefällt mir nicht, da habe ich wirklich noch die Beine in die Hand genommen und gerannt. Und es hat sich häufig so auch bewahrheitet. Und es ist, ich wäre aufgeschmissen. Ja. Also wenn du manchmal gerade in den allerersten Diensten, du bist auf 180, dein Adrenalin lässt dich nicht mehr klar denken. Zum Beispiel, wenn dann eine der Schwestern gesagt hat, wollen wir nicht mal eine Inhalation machen. Also ich werde nie vergessen, meine erste exazerbierte COPD, so eine Lungenkrankheit und die Patientin war blitzeblau, hat kaum noch Luft gekriegt. Und ich wusste, ich war so panisch und wusste nicht, was ich tun
soll. Und dann hat sie mir gesagt, lass uns doch erstmal ein bisschen vernebeln, dann legst du mal eine Nadel und dann gucken wir mal weiter und dann machst du mal eine BGA, also Blutgasanalyse. Oh, bitch, hat your fucking mouth. Moment, Entschuldigung. Nee, da übrigt sich auch die Frage, die gerade gestellt wurde, ob wir das respektlos finden, ob wenn wir geduzt werden von Schwestern. Absolut nicht. Also ich biete sofort immer das Du an, ich finde das affig. Ich habe auch zu meinen Oberärzten trotzdem Respekt, selbst wenn ich die duze. Wenn die sagen, hier, geh da mal sofort hin und mach was, dann gehe ich da hin. Und ist jetzt nicht nur, weil ich befreundet mit denen bin, dass ich dann nicht mehr auf die höre. Also ich biete sofort das Du an und ich mag es nicht, gesiezt zu werden. Also das ist bei uns so eigentlich Usus. Außer ein Chef sieht sich da kaum jemanden. Ist bei uns genauso. Also Oberärzte und Assistenten haben sich immer geduzt. Ich habe mich mit der Pflege geduzt und das würde ich auch wieder so machen. Ja. Also es gibt überhaupt gar keinen Grund, da irgendwie... Also ohne Pflege wäre ich mehr fast verloren gewesen. Zumal die auch immer einfach geile Süßigkeiten dabei ja, haben. Und das stimmt. Mal, wenn es nicht mehr geht, aufbauen. Und ich hatte wirklich auch Momente, ne, oder wo man nicht mehr kann. Und dann hilft es einfach, in so einem Team zu sein, wo man auch weiß, man kann sich auf der anderen verlassen. Oder geben einem einfach auch mal ein bisschen Power zurück. Das war schon sehr schön. Würdet ihr immer wieder Medizin studieren? Ich ja. Also, wie gesagt, es war ein super cooles Studium. Es war sehr anstrengend, aber man ist dann auch sehr stolz, wenn man es geschafft hat. Und ich würde das immer wieder machen und ich kann es auch nur empfehlen. Auch entgegen aller Meinungen, die man so hört im Studium, wird einem gesagt, oh, mach was anderes, nee, Arzt sein, oh Gott. Ich würde es immer wieder machen und ich würde es auch immer wieder empfehlen. Medizin ist cool. Da hatte ich einmal Unterkante, Obergrenze, keine Lust mehr, weil ich war es einfach so leid zu sitzen und zu lernen. Aber jetzt, nach so 5 Jahren Berufserfahrung, ich habe übrigens am 6.12. nämlich meine Approbation erhalten, das werde ich nicht vergessen, weil Nikolaus, ne? Und ich würde es auch immer wieder machen, ich kann aber auch nichts anderes. Also, ich habe keine Werte. Auch nicht. Immer, das ist fair, ja. Ich hätte zwar auch immer gerne irgendwie was mit Journalismus gemacht und Publizistik und sowas, weil ich irgendwie doch eine Affinität zum Schreiben habe und zum Quatschen, wie man merkt. Aber letztendlich würde ich es wieder so machen. Ich kann es auch wirklich allen nur empfehlen, die es machen wollen, egal wie alt, egal wie schwierig das erscheint. Coole Frage. Hier wird gerade gefragt, wie geht ihr mit dem Tod so um in der Klinik? Gibt es ja auch oder gab es ja auch mal Todesfälle oder gibt es ja immer wieder? Und das war am Anfang ja, schon heftig. Also ich hatte einmal einen Dienst, das war glaube ich mein 4. oder 5. Dienst, also ich war noch ganz, ganz jung und da sind 3 Frauen in der Nacht verstorben, was für mich total furchtbar war. Und so einen Leichenschauschein erstmal ausfüllen, das ist ja auch eine Formalität, die man so da noch nicht konnte oder auch nicht gut im Studium gelernt hat und das ist schon auch emotional heftig. Gott sei Dank weiß man irgendwann, es gehört dazu zu diesem Beruf und man wird da jetzt nicht, das ist ja nicht belanglos, aber man macht so eine gewisse Distanz dann, also so eine gewisse Mauer lässt das nicht mehr so an sich heran, also das ist schon immer ein einschneidendes Erlebnis, aber es macht einen jetzt nicht so fertig, dass man zu Hause nur am Weinen ist oder sowas. Also das gehört einfach dazu. Wir haben auch viele krebserkrankte Patientinnen, die da leiden und da ist es schon absehbar. Und wenn die dann irgendwann von uns gehen, dann ist es auch manchmal sowas wie, gut, dass sie es jetzt wirklich geschafft hat und nicht mehr da vor sich hin leiden muss. Also es gehört halt dazu zu dem Beruf. Man muss damit irgendwann arbeiten und man muss damit klarkommen können. Aber schön ist nicht. Das ist ja das Coole an der Geburtshilfe, dass es dann auch wieder so positive Dinge gibt, wie Geburten. Das sind irgendwie 2 Stationen bei uns, die so ein Stockwerk entfernt sind. Das ist total absurd manchmal, weil 2 Stockwerke höher liegen die Frauen im Sterben und so weit tiefer kommen die Kinder auf die Welt. Aber so ist wohl der Kreislauf des Lebens. Ne? Also in der Inneren, klar, hat man auch ganz häufig damit zu tun. Auch, es gibt halt auch so Horrornächte, wo einem wirklich, wo man zwischen 4 oder 6 Patienten verliert, die teilweise sehr alt sind, wo es auch absehbar war. Manchmal ist es unerwarteter, es ist ätzend, also es ist einfach scheiße, Punkt. Häufig muss man nachts noch telefonieren, Angehörige informieren, das sind auch blöde Anrufe, gerade wenn du weißt, du klingelst jemanden aus dem Bett und hast dann so schlechte Nachrichten und ja, also ich habe auch echt am Anfang, habe ich mich sehr, sehr schwer damit getan, gerade diese Anrufskontinuität, weil es
einfach ganz oft so ist, dass die Angehörigen gerade in der Nacht nicht vor Ort sind, weil man ihnen natürlich auch rät, gehen sie nach Hause, schlafen, sie ruhen sich aus. Es ist mir eigentlich bis zuletzt nicht leicht gefallen. Also das Anrufen in der Nacht ist für mich immer so was gewesen, wo ich auch, weiß ich nicht, habe ich mich schwer mitgetan, tue ich auch jetzt noch. Ebenso, das ist ja das gleiche wie Mitteilung von, auf gut Deutsch gesagt, beschissenen Diagnosen. Ja. Was ich auch immer krass finde, wenn vorher festgelegt wird, okay, da ist jetzt eine Patientin oder ein Patienten, der ist wirklich sterbenskrank und der soll nicht reanimiert werden. Das machen ja, wenn dann der Patient selber oder die Angehörigen oder es wird dann halt vom Chefarzt abgesegnet, dass so ein Mensch einfach, dass der keinen Benefit mehr davon trägt, wenn man ihn reanimiert. Und dann ist in der Nacht der Fall und diese Person, die man jetzt wahrscheinlich schon auch so 3-4 Wochen betreut hat, stationär, fällt dann wirklich in diese Sterbephase und man soll jetzt nichts machen. Und daneben zu stehen und einfach nur zuzugucken, wie ein Mensch stirbt, das ist echt etwas, wo ich mich nie dran gewöhnen werde und Gott sei Dank muss ich das auch nicht, aber es ist immer wieder furchtbar, furchtbar schlimm, da einfach nur zuzugucken und nichts zu machen, weil dieser Mensch möchte nicht reanimiert werden. Das ist dann echt, wenn man als Arzt daneben steht und einfach nur einmal zuguckt. Naja, kein schönes Thema, aber eine wichtige Frage. Da kam auch gerade wieder noch die Frage, was wir von Palliativ Care halten und überhaupt von der Reanimation. Also ohne Palliativ Care wäre die Medizin fast schon unaushaltbar. Ich finde das super wichtig. Ich finde, es muss viel, viel mehr davon geben. Ich finde, es ist absolut fördernswert, extrem, extrem notwendig, gerade bei, um den Leuten auch zu ermöglichen, dass sie zu Hause sind, wenn es ihnen schlecht geht oder sie sich auf dem letzten Weg befinden. Ich bin extrem, also ohne, oder auch dieses Best Supportive Care wüsste ich gar nicht, wie die Medizin funktionieren sollte. Ja. Reanimation hatten wir gerade schon kurz, hat Konstantin gerade schon kurz was gesagt. Also Reanimation ist sehr zweischneidig. Das ist was, das würde ich, also wir hatten bei uns in der Inneren eine ethische Fallbesprechung. Da wurden Angehörige, teilweise weil die Patienten fit genug waren, mit einbezogen, Stationsärzte, Oberarzt und man konnte quasi im Konsens auch entscheiden, was will Patient, was ist zielführend, was ist wichtig. Und das hat mir immer sehr geholfen, da in verschiedenen, aus verschiedenen Perspektiven das einfach zu besprechen. Grundsätzlich bin ich natürlich pro Reanimation. Also natürlich, ich würde immer drücken. Es sei denn, es ist wirklich ethisch und moralisch absolut nicht zu vertreten. Also man muss sich halt schon überlegen, ob jemand reanimiert werden sollte, der sich in den letzten Zügen seines Lebens befindet. Danach, also eine Reanimation ist auch nicht, ich drücke mal kurz, der springt wieder auf, sondern da hängt ein Rattenschwanz dran mit ROSC, Intensivstation, Intubation möglicherweise und Reanimation, ja klar, aber was kommt danach? Ist der Weg, will den wirklich jeder mitgehen? Ja. Sprich die Intensivmedizin und was haben wir für ein Outcome, was kommt am Ende dabei rum, geht es jemand besser, schlechter, gleich? Es ist eine sehr schwierige Frage, die ich auch gar nicht wagen würde, so pauschal zu beantworten. Ja, hier wird gerade moniert, dass ich dich so oft unterbreche, das ist keine Absicht. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen zeitverzögert und deswegen, es tut mir leid für alle die und vor allem für Gloria, wenn ich sie unterbrechen tue. Ich fühle mich gar nicht unterbrochen. Sehr schön, das freut mich, weil ich habe das auch nicht so registriert, aber anscheinend ist da eine Zeitverzögerung drin. Arabisch wieder, kann ich nicht sprechen. Muss ich mal lernen. Ich glaube, das ist auch Russisch, ne? Das kann ich auch nicht. Ja. Das tut mir wirklich leid, weil das für die ernsten Fragen einfach irgendwie doof ist, ne? Ja, die sausen da so schnell durch, die ernst gemeinten Fragen. Wer ist denn die Dame? Das ist die liebe Gloria. Guck mal auf ihrem Kanal vorbei hier. Kannst du irgendwo anklicken. Wie war der Prep? Ha! Prep-Kurs, cool. Ich fand den auch cool. Also, das ist erstmal, man hat ja davor total Schiss. Also, wenn man da so den ersten Prep-Kurs dann auf einmal hat, da gab es schon viele, die so sich ein bisschen eingeschissen haben. Und ich fand die Leute ganz furchtbar. Ich nicht, nee. Also, ich hatte davor Respekt und ich wollte mal gucken, wie ich reagiere, aber es ging. Und ich fand die Leute furchtbar, die dann so doofe Witze gemacht haben. Also, das fand ich ganz, ganz schlimm. Davon gibt es immer welche und das finde ich furchtbar, weil die Leute, die stellen sich da wirklich zur Verfügung, so jungen Medizinstudenten, die da dran rumschnibbeln und wenn dann noch blöde Witze gemacht werden oder mit Körperteilen rumgespielt werden, finde ich das ganz, ganz schlimm. Das heißt, wenn ihr gerade studiert
und so welche im Brettkurs habt, dann sagt bitte denen, dass sie einen Knaller haben, weil das geht gar nicht. Und ansonsten fand ich das total spannend, total cool und ja, gehört dazu, gehört seit hunderten von Jahren dazu und soll auch niemals aus dem Studium rauskommen. Fand ich sehr, sehr cool. Habe ich auch gern gemacht. Mein Tischassistent, da wurde gerade nachgefragt. Das war... Oh, shit. Also geprüft wurde ich vom Dr. Angeloff, mit dem ich erstaunlich gut klarkam. Halten Sie euch für kompetent. Meine Patienten, oh, das hoffe ich. Das hoffe ich auch. Noch die Frage, was ich, oder was wir von Homöopathie halten. Viel. Also hat eine Daseinsberechtigung. Weil ich der Meinung bin, was hilft, hilft. Warum, wieso, was hat das mich immer gar nicht zu hinterfragen. Und natürlich kann man jetzt auf tausende Studien verweisen und im PubMed rumrecherchieren. Das ist aber gar nicht relevant. Wenn Homöopathie jemandem hilft bei Beschwerden jeglicher Natur, dann darf man Homöopathie anwenden. Und man darf nicht vergessen, auch die Medikamente, die ich tatsächlich ganz gerne mal empfehle, sowas wie Umcaloabo oder Meditonsin, das kennt ihr bestimmt, das sind ja auch, oder Iberogast, bei leichten ja, Magen-Darm-Beschwerden, das sind auch homöopathische Medikamente im weiteren Sinne. Und klar, wieso nicht? Also ich kenne viele Patienten, denen es hilft und deswegen bin ich da auch jetzt nicht völlig so, ah, oh Gott, nein, es muss sofort die Keule sein. Selbst Aspirin ist ja im weitesten Sinne homöopathisch, jetzt habe ich dich aber unterbrochen, selbst Aspirin ist ja im weitesten Sinne homöopathisch, wird ja auch durch irgendeine, weiß ich gar nicht, was für ein Weidenholzrinde oder sowas gewonnen, ist in der Geburtshilfe total en vogue, alles was so mit Homöopathie zu tun hat und ich sage, also ich bin selber jetzt niemand, der jetzt ganz viel Homöopathie betreibt, aber ich sage, wenn es nicht schadet und den Leuten eher hilft, warum auch immer oder auf welchem Wege auch immer, bitte, also kein Problem damit. Muss ja trotzdem nicht jetzt, keine Ahnung, mir groß die homöopathischen Sachen reinballern. Aber ich bin sowieso jemand, der jetzt nicht so viel Zeugs einschmeißt. Also selbst wenn ich jetzt mal fieberhaften Infekt habe, haue ich mir auch nicht gleich das Antibiotikum rein, sondern gucke erstmal, wohin die Reise geht. Also von daher bin ich da eher, was Medikamente angeht, eher raus. Aber ja, nichts dagegen und wenn es hilft, gern. Kokain und Heroin. Nasenspray. Du bist Nasenspray-süchtig? Nee. Das übrigens das Fachwort für Nasenspray-Sucht heißt Privilismus. Den habe ich nicht, aber wenn ich einen Schnupfen habe und dann meine Nase zu ist, kann ich durchdrehen. Gerade beim Einschlafen. Deswegen Nasenspray ist das, also non plus ultra. Sie ist süchtig. Nein, sie ist nicht süchtig. Hat zum Beispiel auch gar keinen, da habe ich aber auch keinen Schnupfen. Und was ich auch super gut finde, ist Ibuprofen, weil Ibuprofen ist für mich, hilft bei mir bei allem. Kopfschmerzen, jo. Nackenschmerzen, Fußschmerzen, ja. Das Zahnschmerzen. Also das Einzige, was ich mir dann mal einwerfe, eine Ibu geht immer. Hat eure Patienten kompetent, achso, das hatten wir gerade, ne? Ob sie uns für kompetent halten, ja, das hoffe ich. Also ich habe bei in der Klinik selten Cappies an und laufe da eher so ein bisschen andersrum, deswegen denke ich schon, dass man da eine andere Ausstrahlung hat als jetzt hier so im Wohnzimmer. Aber das hoffe ich doch. Also das muss man jetzt die Patienten fragen. Ich habe jetzt noch keine Klagen gehört, so groß, dass sie mich für einen jungen Taugenix halten. Also ich denke auch, also man darf immer nicht vergessen, auch aufgrund doch meiner etwas, ich sage mal, flapsigen, teilweise unkonventionellen Art hier bei Instagram. Ich habe einen Job, ich habe einen Chef. Ich habe mich aber irgendwann beworben und ich bin genommen worden und ich wurde bis jetzt auch noch nie gekündigt. Von daher denke ich, ja, muss man ja so sagen, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich völlig inkompetent bin und ich glaube, dass Chefs auch doch ein bisschen darauf achten, wenn die Patienten sich jetzt keine beschweren würden oder sagen würden, boah, ich kann ja gar nichts oder du benimmst dich wie eine Axt im Wald, dann würde das relativ schnell doch zu Gesprächen führen. Ich musste jetzt wegen solchen Dingen noch nicht zum Chef, weder wegen Inkompetenz noch wegen mehreren Beschwerden oder irgendwas. Das gab es eigentlich noch nie. Und deswegen, also ich sage jetzt natürlich nicht, ey, Mann, mega, ich bin jetzt hier King Dingeling unter den Ärzten, gar nicht, aber ich denke, King Dingeling mache ich mit bestem Wissen und Gewissen und ich denke, mein Chef sieht das auch so oder meine Chefs haben das bisher auch so gesehen. Haben wir Tipps fürs mündliche Stecks?
Ich habe, ja, einen Tipp, weil ich das vorher nie gemacht habe, ist mit in der Gruppe lernen. Also das habe ich früher tatsächlich nicht so gemacht. Ich habe immer für mich selbst gelernt und dann ging es auf das Mündliche zu und einfach das freie Reden üben und auch das gegenseitig abfragen. Da hat mir so Gruppenarbeit sehr, sehr geholfen. Und Protokolle, Leute. Protokolle, Protokolle. Ihr müsst einfach die Protokolle rausholen und gucken, was die Prüfer gerne fragen. Und dann müsste es eigentlich laufen. Also ich habe das auch so gemacht. Wir haben gelernt, also auch dann eine Gruppe, die quasi das Mündliche, ja, mit denen ich zusammen dann geprüft wurde. Da hatte ich tatsächlich, ich hatte Gün, fach, wo ich mal reinzieht, keine Ahnung davon, nie eine Formulatur gemacht, dann nur im Studium so ein bisschen. Und da profitiert man natürlich dann schon sehr von den anderen auch. Ne? Also wir haben dann irgendwie alles Mögliche durchgegangen, meine Schwangerschaft untersucht und die verschiedenen Lagen und hier Fontanelle-Tasten und so, also Püppchen, das war, Entschuldigung. Prost. Ja, das ist ja, da ist echt so viel Kohlensäure drin, diese Kohle. Kommt ja durch deine Nase raus. Von daher, also ich kann auch sagen, die Fragen einfach durchkloppen. Die Medizin wird nie neu erfunden. Also die Fragen sind schon immer irgendwo so ein bisschen das, was man erwartet. Also der Inneren wird jetzt nicht irgendwie, denke ich mal, ja, irgendwie die abgefahrenste, keine Ahnung, Morbus-Waldström-Geschichte rauf und runter gefragt, sondern man sollte sich vielleicht schon auf EKG und Bluthochdruckfragen einstellen und ein bisschen, ja, ne, was man halt so erwartet. Das war bei mir auch so und das war auch in der GYN so. Also da war ich sehr fair gefragt und ein bisschen ist das auch so, dass man innerhalb der mündlichen Prüfung einfach auch die Prüfung steuern kann. Ja, das stimmt. Wenn man da irgendwie... Wenn man sich gut verkauft, ja. Wenn man sich gut verkauft, das ist eh das A und O, wenn man da schon steht, so, oh Gott, nein, guck mich nicht an, sprich mich an. Man sollte da irgendwie, das haben wir auch in der Gruppe trainiert, so freies Reden, Thema einfach mal, ne, also dann geht die Frage irgendwie, oh Gott, meine, geht ein Thema so los und ja, erzählen Sie mal was über Bluthochdruck, da kommt es natürlich leicht ins Schwimmen und darauf haben wir uns auch vorzubereiten. Ich glaube, das war ganz gut, einfach auch so ein bisschen, ne, ja, zu üben, einfach mal drei zusammenhängende Sätze über ein Thema zu. Was halten unsere Chefs von unserer Internetpräsenz? Mein Chef hat das tatsächlich, mich gibt es ja erst seit, glaube ich, Juni, und der hat das 2 Wochen später rausgefunden von selbst. Ich hatte immer überlegt, ich muss es ihm sagen, und habe es dann natürlich 2 Wochen lang nicht gemacht, und er hat es rausgefunden und fand es total cool. Also ich hatte da gesagt, Herr Wagner, kommen Sie mal bitte hier zur Seite und ich muss mal mit Ihnen reden. Und dann hat er das während einer OP mir gesteckt, dass er das weiß, und dann dachte ich, okay, jetzt kommt ein Donnerwetter. Aber der findet das total cool und auch meine Kollegen finden das alles total entspannt und das kann ja nur helfen. Also ich meine, die verweisen da tatsächlich auch auf meine Videos und finde ich total schön, dass die das alles so positiv aufgenommen haben. Da war keiner, der gesagt hat, was machst denn du für einen Scheiß? Hast du nicht genug zu tun in der Klinik, sondern es waren alle positiv und der Chef auch. Also ich glaube, dass mein Chef aus der Inneren das weiß, aber der hat viel zu viel Kontenance, um einen auf sowas anzusprechen. Da hat das dann manchmal so durchblicken lassen, wenn viel los war und ich habe morgens meine Aufnahmen von der Nacht berichtet und ich ratterte und ratterte immer weiter und gesagt, ach, haben Sie wieder Werbung gemacht? Und das war halt so ein Spruch, den er gebracht hat. Viele der Kollegen wissen das, finden es cool, geben auch Support. Zum Beispiel der Jakob, den man häufig auf meinem Profil sieht, das ist ja ein super guter Freund von mir und ein Kollege und der darf ich jetzt zum Beispiel auch zeigen. Ich würde nie Leute da einfach zeigen, die mit denen das nicht abgesprochen ist oder die nicht davon wissen. Also das geht auf gar keinen Fall, deswegen wissen eigentlich Bescheid. Nicht alle, aber die meisten, und die finden es eigentlich auch okay und geben eigentlich auch ganz cooles Feedback. Das hätte ich so gar nicht erwartet. Ja. Oder die können auch sagen, oh Gott, was ist denn das für eine Selbstdarstellungspeinlichkeit oder sowas. Ja. Aber was? Was meinst du, hat das so, ist das die Zukunft, so dass Ärzte auf YouTube oder wo auch immer, auf welchen Kanälen aufklärende Arbeit leisten, vielleicht sogar Diagnosen stellen? Meinst du, das ist so die Zukunft des Ärztedaseins oder bleibt es halt doch immer Klinik, Praxis und so weiter? Das wurde mir neulich gestellt, die Frage, und ich fand es total spannend, weil es ja wirklich ein schwieriges Thema ist. Also eine Untersuchung gehört ja immer zum Arztsein dazu, deswegen kann man nicht so pauschalisieren und sagen, nö, dann sitzen wir alle zu Hause am Laptop und stellen Diagnosen, das ist nicht so leicht, aber so eine Aufklärungsarbeit, eine gewisse Vermittlung von diesen Basics, wie ich das ja in meinen Videos da mache, das kann schon sein, das kann ich mir gut vorstellen, dass da andere auch auf den Zug aufspringen und sowas mitmachen. Und ich finde das eigentlich nur hilfreich. Erstens für die Ärzte, du fängst nicht mit Null an, mit deinen Patienten zu reden, sondern die haben ein gewisses Grundwissen, auf das sie sich auch eigentlich verlassen können, wenn das ein Arzt einem erzählt.
Und zweitens, das ist natürlich auch für die Patienten super, dass die da ein bisschen hören, worüber spricht denn dieser Arzt da? Weil in der Klinik oder in der Praxis hat man natürlich nicht so viel Zeit wie jetzt hier zu Hause im Wohnzimmer. Kann ich mir 30 Minuten Zeit nehmen, um Kaiserschnitt zu erklären? Das habe ich oftmals in der Klinik einfach nicht. Was meinst du dazu? Also ich denke schon, dass sowas wie zum Beispiel deine Videos, die ich auch schaue, 50 Euro kriegst du später? Ist mein Paypal. Nein. Aber also hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, finde ich auch wichtig, zumal ich, und das muss ich auch sagen, während meines ganzen Studiums voll von solchen Videos profitiert habe. Also ich habe mir ganz viel auch Techniken und es gibt einen super Radiologie-Kurs bei YouTube. Ich habe mir total viele Videos angeguckt, einfach auch um Skills zu lernen, um Sachen nochmal zu sehen. Auskultation, also natürlich kann man auskultieren dann zur Prüfung, aber wie willst du den Prüfer sehen? Das habe ich mir alles nochmal angeguckt. Von daher bin ich ein großer Freund von. Habe ich selber sehr, sehr, sehr häufig genutzt. Ich glaube aber, dass der persönliche Patientenkontakt weiterhin wichtig ist. Ich zum Beispiel beantworte auch keine Fragen bezüglich, also ich kriege sehr, sehr, sehr viele Nachrichten zum Thema, ich habe das und das, mein Kind bricht seit 3 Tagen, hat hohes Fieber. Da bin ich auch manchmal mittlerweile ein bisschen ruppig, weil das häufig natürlich dann zu nachtschlafender Zeit ist, wo ich eigentlich auch irgendwie Feierabend habe und frei bin. Das finde ich noch nicht mal so schlimm, aber ich denke mir immer, du kannst doch nicht das, die Gesundheit deines Kindes jetzt in meine Hände legen. Online. Ich kenne dein Kind nicht, ich habe das Kind nicht gesehen, ich habe es angeguckt. Bitte tu das nicht, du gibst mir gerade hier eine Verantwortung, das ist so ungerecht, ich möchte die nicht tragen und du willst auch nicht, dass ich sie trage. Das denke ich oft, weil ich kenne die Leute nicht, ich habe nicht untersucht, ich. Weißt du, wenn mich eine Freundin anruft und sagt, hör mal, ich habe irgendwie einen Harnwegsinfekt und jetzt haben wir irgendwie Freitagnacht, was mache ich jetzt? Dann ist das immer noch mal was anderes, als wenn mir hier jemand so Privatnachrichten schickt. Und das ist total schwer. Und ich weiß auch manchmal gar nicht, wie ich schaffe, mich da nicht zu unfreundlich von zu distanzieren. Ich habe da meine eigene Art entwickelt. Ich habe von Anfang an gesagt, ich schreibe den Menschen und vielleicht hat es die eine oder andere auch schon mitbekommen, gar nicht zurück. Also es ist mir einfach teilweise zu speziell. Wenn das jetzt eine ganz, ganz allgemeine Frage ist, dann kann ich die mal beantworten. Aber das geht ja meistens sofort ins Detail und ganz individuelle Geschichten und da sage ich sofort nichts da. Also ich schreibe da gar nicht zurück, sodass das auch sich gar nicht rumsprechen kann, dass ich da irgendwie Fragen beantworte. Es geht mir wirklich nur darum, die Basics zu erklären. Und wenn da eine Frage besteht, was ist denn eigentlich ein Kaiserschnitt, dann sage ich, cool, nehme ich auf in meinen Fragenpool und vielleicht erkläre ich das mal im Video, aber ich werde da keine Einzelberatung auf Instagram oder so machen. Also das ist, mich hat neulich einer angeschrieben, oder einer war das sogar, hat einen Autounfall, hat jetzt Schwindel, Erbrechen und Kopfschmerzen, ob er jetzt ins Krankenhaus soll. Oder wo ich dann, ja, genau, wo ich da saß, ist eine gute Idee, ja doch, mach das mal. Also solche Geschichten, wo ich denke, krass, so einfach kann man sich dann doch nicht machen. Also der Arzt in der Klinik oder in der Praxis wird niemals aussterben, aber solche beratenden, informativen Videos wird es vielleicht demnächst auch noch öfter geben. Und ich habe damit auch viel gelernt. Also im YouTube habe ich hoch und runter geguckt, Geburten angeguckt und so weiter. Ich habe gerade noch, oder die Frage kam jetzt schon mehrfach, wie wir Psychiatrie fanden oder finden. Ich fand im Studium kam es relativ kurz. Ich musste allerdings für die Allgemeinmedizin oder für die Allgemeinmedizin muss man psychosomatische Grundversorgung machen. Ich glaube, ich bin auch. Mhm, ja. Und das ist auch, glaube ich, gleich. Also das heißt, die psychosomatische Grundversorgung beinhaltet so eine 80-Stunden-Weiterbildung. Da muss man dann eine Woche, also bei mir war es eine Woche Kurs. Wirklich leider Unterricht, das war jetzt ein bisschen lame. Aber wovon ich sehr profitiert habe, ist die Wahl in Gruppenarbeit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind 30 Stunden in meinem Fall, das ist ja wahrscheinlich bei euch auch so. Ja, genau. 30 Stunden Wahl in Gruppenarbeit und eine Wahl in Gruppe ist einfach nichts anderes als eine Gruppe von Ärzten, Kollegen verschiedener Fachrichtungen, die über ihre Erlebnisse berichten. Also das wird moderiert, meistens auch von einem Facharzt für Psychiatrie, also so war das bei mir. Wir haben uns einmal im Monat getroffen, über 1,5 Jahre. Und dann hatte ich das 30 Stunden auch bedauerlicherweise voll, weil mir sehr gut gefallen am Anfang. War es ein bisschen befremdlich, weil man berichtet halt wirklich über das, was einen betroffen gemacht hat im beruflichen Alltag. Und das fand ich super. Also für mich war das das Beste, das Feedback von den anderen, wie geht man mit Dingen um. Das war super und ich wünschte mir eigentlich, also so Psychosomatik und Psychiatrie spielt in der Allgemeinmedizin, ich denke auch in der GYN, eigentlich in jedem Fach eine extrem große Rolle. Extrem. Es gehört immer dazu, weil es ist halt nicht nur einer irgendwie ein Laborwerk oder ein Symptom, sondern irgendwie sind wir ja alle ein
ein komplexes Ganzes und da gehört der Kopf immer mit dazu. Also wenn nicht sogar der Kopf, außer bei einem gebrochenen Arm, ne? Obwohl selbst da kann der Kopf einem einiges. Und gerade sobald es um Krebspatientinnen oder sowas geht, da spielt die psychische Komponente eine Riesenrolle und deswegen finde ich es auch ein super wichtiges Fach. Kam bei uns im Studium auch zu kurz und danke. Bin sofort wieder da. Jo, mach's gut und dank der psychosomatischen Grundversorgung, die wir da leisten müssen, also wir müssen da echt Kurse machen, ist das echt cool, weil man das dann quasi lernen muss und sich austauschen muss und auch mal über seine intimsten Momente so quasi oder emotionalsten Momente in der Klinik sprechen muss und dazu wird man quasi durch diese Kurse gezwungen und das ist bei vielen auch ganz, ganz wichtig, dass das mal rauskommt. So, wie lange haben wir denn? Kurz mal gucken. Eine Stunde? Krass. Echt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Geht voll schnell rum, ne? Super schnell. Aber jetzt, also pass auf, wir hatten ja vorher eine Abstimmung gemacht, wie unser beruflicher Berufsanfang war. Und dazu haben wir jetzt überhaupt nichts gesagt. Nee. Aber ich muss noch schnell was loswerden. Ja. Und zwar habe ich nochmal drei Sachen zusammen gesucht, ja, tatsächlich aus meinem, was ich zumindest dem internistischen Assistenzarzt oder vielleicht auch, also eigentlich fast jedem, so ein bisschen empfehlen kann, so Must-Haves, wirklich Must-Haves, also in der inneren unabdingbar in jede Kitteltasche, und zwar Nummer eins, ganz schnell, das ist übrigens keine Werbung, alles selbst gekauft, ein EKG-Lineal. Das hier ist von, ich weiß nicht, gibt's in jeder Ecke? Ja. Kann man auseinanderklappen, steht alles Wichtige drin, kann man mit messen, super wichtig. Cabrera-Kreis, nie verstanden, spielt keine Rolle. dann in der Inneren, mein absolutes Lieblingsbuch ist jetzt irgendwie verkehrt, klinische Notfälle griffbereit, und zwar ein Buch, in dem wirklich nochmal alles ganz kurz und knapp in so tabellarischer Übersicht drin ist. Kriegst du dafür Geld? Nein. Guck mal, wie das aussieht, wo ich dafür Geld kriege, wenn ich schon die neueste Auflage. Und für die Allgemeinmedizin, da-dam, den Praxistrainer Allgemeinmedizin, der ist super für die Praxis. Und Leitlinien gestützt. Ich liebe Leitlinien. Echt? Weil ich die Allgemeinmedizin nicht. Ja. Siehst du dir privat abends auf der Couch auch Leitlinien durch? So, mit einem Glas Rotwein? Nee. Okay. Und dann habe ich, das hat der Konzert 100 Pro auch. Ja, das ist genau meins. Ist das meins? Nee. Nein, das ist meins. Ich hab's mit dem Fußball drauf. Ich bin ein Kerl. Mit, erzähl. Ein Buch mit allem, was das Herz begehrt, wichtiger geht's nicht. Dieser Livestream wird automatisch in 50 Sekunden beendet. Siehst du das? Ach du Scheiße, wirklich? Wo steht das? Nee, ich sehe das nicht. Oben. Also geht das nur eine Stunde? Cool. Eine Frage noch an dich. Soll ich das, kann ich das bei YouTube hochladen? Weil ich muss mal gucken, ob das technisch möglich ist. Wer das, kriege ich hier mit deinen Copyright-Rechte von deinem Ausschnitt? Super. Ich würde das speichern, dann kann man es nachher nochmal anschauen. Warum hat mich jetzt viele gebeten, weil doch nicht jeder um 13 Uhr am nächsten Tag Zeit hat. Ja, das kann ich gut verstehen. Nur die Harzer Harzärzte, die kamen heute frei. Oder die Krankgeschriebenen. Ja, und ich habe Urlaub, Leute. Okay, war super. Müssen wir auf jeden Fall irgendwann mal wiederholen. Und dann müssen wir es privat machen, dass hier nicht so viele Idioten irgendwelchen Senf dazugeben. Ja, ist auch ein bisschen anstrengend. Ja, doch. Man kommt gar nicht hinterher. Gut, liebe Gloria, gute Besserung. Adieu.